Und wenn schon SUV, dann sollte man auf jeden Fall hier auf den Levante S zurückgreifen. Filigran, einfach, schön und gemütlich. Filigran. Nixer Gerrit, Dampfhammer, so schaut's aus. Bam! Heute gibt es zwei Power-SUVs, die, als sie damals rauskamen, mal über 100.000 Euro gekostet haben. Mittlerweile sind sie etwas billiger, und zwar unter 70.000 Euro kriegt man sie mittlerweile. Die Rede ist auf der einen Seite vom italienisch schönen Maserati Levante S und auf der anderen Seite der deutsche Mercedes ML 63 AMG. Mit Driver's Package. Schauen wir uns die Bolzen erstmal von außen an. Angefangen hier mit dem wunderschönen Maserati Levante. Dann setzen wir uns noch rein und dann fahren wir natürlich noch. Und hier muss man sagen, die Front ist doch einfach bildschön, oder? Dieses große Karpfenmaul, typisch von Maserati. Dann hier mal ein Dreizack, da nochmal ein Dreizack und ein bisschen Chrom. Und dann noch diese edlen Frontscheinwerfer. Also schöner geht's nicht. Da kann der ML nicht mithalten. Klar kann der ML 63 AMG mithalten, denn Kampfstern Galactica, um die 2013 ungefähr herum, haben sie vom Design angefangen, so eckig und bullig zu werden. Und das siehst du an der Front. Und der verspeist Levantes zum Frühstück. Dion, du meinst wohl galaktisch hässlich, oder? Und wenn was schön ist, dann ist das die Seite vom Levante S. Das ist doch schlicht schön smooth. Ein paar leichte Kurven, ein paar leichte Kanten. Mehr braucht man nicht. Das Ding da hinten, viel zu eckig. Ja, Gerrit, wenn du mit smooth weichgespült meinst, dann muss ich dir absolut recht geben, denn mehr Kante geht bei diesem ML nicht. Dieses Teil sieht so maskulin, eckig, kraftvoll, bullig aus, dass wirklich alles zu spät ist. Auch mit der C-Säule dahin, die so mega krass nochmal reingeht. 21 Zoll, ich glaube, du hast nur 19 Zoll, Gerrit. Ja, auf alle Fälle weiß jeder, wo der Hammer hängt. Und der es nicht sieht, der kann hier nochmal schön nachlesen. V8 Biturbo. Alles klar? Ja, und während sich Dion schön die Kante gibt, wenden wir uns jetzt einem etwas runderen Thema zu, und zwar dem Heck vom Levante hier. Mir persönlich gefällt es nicht so gut, vor allem das liegt daran, dass hier im Grunde genommen Mondeo-Rückleuchten verbaut sind. Das geht bei so einem Auto eigentlich gar nicht. Aber was hingegen cool ist, sind unten die riesigen runden Endrohre. Beim Dion sind sie eckig, das sieht recht bescheuert aus. Und hier haben wir das Thema, das Runde muss ins Eckige. Ja, Gerrit, ich würde mal sagen, das Runde würde gerne ins Eckige, denn das Einzige, was du bei dem Levante sehen wirst, ist die eckige Abgasanlage, und zwar genau auf 12 Uhr, wie sie sich ganz langsam immer weiter entfernt. Und ansonsten, auch von hinten bleibt der ML seiner Designsprache treu. Eckig und richtig maskulin. Und wenn wir uns schon so bekriegen, schmeiße ich nochmal ein richtiges Eisen ins Feuer. Und zwar ist die Rede vom Interieur vom Levante. Das ist absolut genial, wunderschön, wirklich schlicht italienisch, trotzdem recht sportlich und aggressiv und vor allem hochwertig ohne Ende. Angefangen hier mit diesen beigen Ledersitzen, die durchs komplette Auto gehen. Dann hier schön Holztrim, alles edel. Das Navi ist leicht und vor allem schön übersichtlich. Die Knöpfe auch, alles bedienungsfreundlich. Einzig allein, wo man meckern könnte, ist das Lenkrad, das für mich etwas klobig wird. Und vor allem hier die Bedienungselemente sehen ein bisschen billig aus. Aber was das Ganze wieder wegmacht, und das hat der Dion natürlich nicht, hier oben die schöne Maserati-Uhr. Richtig, Gerrit. Eine Uhr brauchen wir in diesem Fahrzeug nicht, denn dieses Auto ist ein Teilchenbeschleuniger. Sprich, während du dauernd auf die Uhr schauen musst und dich fragst, oh, ich komme zu spät, weiß ich eh, dass ich immer vor dem Termin ankommen werde. Ansonsten
super Interieur, mega hochwertig verarbeitet. Ich stehe jetzt nicht auf dieses Holz, kann man nicht ändern. Ich hätte es eher in diesem Vogelaugen-Ahorn genommen. Sitze sind super sportlich, komfortabel. Kannst auch alles hier einstellen in 18 verschiedenen Komfort- und Memory-Funktionen. Mega gut verarbeitet, Leder und der ganze Spaß. Der Wagen bleibt auch in seiner Designlinie treu, eckig, kantig, hochwertig. Ein echter Stern, ne? Flew up through the clouds at night, was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. So, meine Damen und Herren, jetzt nehmen wir unsere Hausfrauenpanzer mal auf die Landstraße. Und so als erstes würde ich mal gerne schauen, wie sich so die Gemütlichkeit hier in meinem Maserati Levante Esso ist. Und hier kann ich sagen, der Wagen ist sehr gemütlich. Auf der einen Seite ist er wirklich sehr ruhig, weil wir ja hier Doppelverglasung haben. Also richtig schön ruhig in dem Teil hier. Zudem haben wir ein Fahrwerk, das sehr angenehm ist. Es nennt sich Skyhook-Fahrwerk, also ein gutes adaptives Luftfahrwerk. Und dann haben wir noch hier schön diese Eiseinstellung. Da wird der Wagen noch mal angenehmer, noch mal spritsparender. Und wenn wir schon bei dem Thema spritsparend sind, haben wir hier im Levante S einen Durchschnittsverbrauch von 10,9 Litern. Und Dion, ich glaube, da kannst du nicht mithalten. Ja, Gerrit, da magst du vielleicht recht haben, dass er nicht 10,8 Liter im Durchschnitt verbraucht. Aber wenn du mal überlegst, dass ich 100 PS mehr habe, über 100 sogar, 2,5 Liter Hubraum mehr habe, über 200 Newtonmeter Drehmoment mehr habe und es dann auf einen Durchschnittsverbrauch von 11,8 schaffe, das ist doch absolut in Ordnung. Und ansonsten hat man hier den typischen Mercedes-Komfort, der einfach nicht besser sein kann. Ich kann die Automatik hier in drei verschiedenen Stufen, manuell, Sport und Komfort, verstellen. Ich habe auch noch schicke Pedals hier. Der Wagen ist leise, er ist schnell, wenn man möchte, komfortabel abgestimmt. Und selbst wenn die Bambinis mal ein bisschen schreien sollten, habe ich sogar Monitore hinten, dass sie endlich mal Ruhe geben. Ich glaube, das hast du in deinem Dreizack-Sparhobel nicht. Sparhobel, du in deinem Sternenpfannkuchen da. Ich zeig dir mal, wofür das S in Levante S steht. Festhalten. Pam und 100. Yo. Und diese Power kommt aus meinem wunderschönen 3 Liter V6 Biturbo. Wow, mit 430 PS und 580 Newtonmeter Drehmoment. Das ist doch eine Ansage, ne? Und das aus so einem schönen Ding. Das sorgt dann dafür, dass der Levante S in 5,2 auf 100 geht und mit 264 Spitze auf der Autobahn ein richtig gefährlicher Räuber. Warte mal, Gerrit. Warte, ich versuche nicht zu lachen, ne? Ehrlich? Serious? Sechszylinder? Alter, V8 Biturbo. Und jetzt hör genau zu. 557 PS, 760 Newtonmeter Drehmoment. Gerrit, ich sag's dir ganz ehrlich, du siehst nur die Rücklichter bei diesem Bock. Und was noch dazu kommt, listen, my friend. Das kriegst du aus deiner V6 Quetschpumpe nicht raus. Quetschtrompete, wo sind wir denn hier? Dafür habe ich einen Gang mehr, und zwar 8 insgesamt, und das in einem Automatikgetriebe von ZF. Und jetzt zeige ich dir mal was du in deinem ML auf jeden Fall nicht erleben wirst. Guck dir das mal an hier. Also, gibt es ein Getriebe, was schneller schaltet? Ich glaube nicht. Richtig mitgezählt, Gerrit. Du hast 8, ich habe nur 7 Gänge. Ich habe aber auch einfach viel mehr Leistung und ich brauche gar nicht so viel Zwischenstufen, weil eigentlich würde mir auch eine 3- oder 4-Gang-Automatik reichen. Ansonsten, Pedals am Lenkrad, super schnell da. Zwischengas. Und für alles andere habe ich hier meinen Knopf, manuell, Komfort oder Sport. Bla bla bla. Dafür liegt hier mein italienisches Biest
wie ein Brett auf der Straße. Du mit deinen 8 Tonnen Gewicht da, das wird auf jeden Fall kein Fahrspaß. Guckt euch das mal an, der Wagen liegt super krass auf der Straße, vor allem geschultert durch dieses Skyhook-Fahrwerk, was den Wagen richtig beefig macht. Ich habe ein gutes Gefühl zur Straße und dann noch diese direkte Lenkung. Du, das kriegst du aus deinem 9 Tonnen ML nicht raus. Das ist doch Schmuck, Gerrit. Ganz ehrlich, klar, ich wiege 250 Kilo mehr, aber der Wagen hier, der ist genauso agil. Und dadurch, dass er einfach viel mehr Kraft und PS hat, finde ich, verteilt sich das auch wieder anders. Der ist genauso wunderbar aktiv hier an der Lenkung. Gib dir das mal, wie schnell der einlenkt. Und hier auch schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, Gerrit, sorry, my friend, this car is the ghetto. Also Gerrit, ganz ehrlich, wenn du der Meinung bist, dass deiner schneller ist, können wir sehr gerne ein kleines Beschleunigungsduell machen. I will love it. Flew up for the clouds at night, was born to fight. Mythical, so mystical, think what you like. So Gerrit, dann zeig mir doch mal, was deine italienische High-Performance-Bastelbude so zu leisten imstande ist. Pass mal auf. 0 auf 100, ich ja, bin unser gespannt. Unser altbekanntes 0 auf 100, ne? Bist du bereit? Ich bin in ready. Den ganzen Sportmodi drin. Hast du alles? 5,2 auf 100, 430 PS, 580 Newtonmeter. Are you ready? With lass die Wanderdüne wandern. Ja, bist du ready mit deinem Scheißding? Ja. Sag du go. Und go! Schalte, 80, 100, 5,7, wow, nicht schlecht, wow, und das im Winter, hey, da, nur eine halbe Sekunde schlechter als angegeben, what a wham, oder, what a wham, bin mal gespannt, was dein deutscher Sprinter mal so kann. Ja, der wird über dich drüber rollen, wie ein Panzer, genau. Aber, war gut. Ja. Hat schön an der Brust gezogen auch. Ja, das jetzt nicht. Aber es das ging so locker flockig von der Hand. Das es war so eine, wie soll ich sagen, so eine leichte Frühlingsbrise, die uns nach 100 schob. Gibst du, ein bisschen hatte ich da gut. Ach, so Quatsch, ey, gar nichts war das. Nichts? Aber es war zügig. Okay. Ist in Ordnung. Ja. Jetzt gehen wir mal zu dir in den ML. Bin ich mal gespannt, wie es bei dem aussieht. So, Gerrit, jetzt kommt Sterntaler Hardcore. Drivers Package und Performance Package, also mehr Leistung und 280 Spitze. Ich bin jetzt mal gespannt. Der Kollege ist untenrum ziemlich lahm am Gas. Okay, aber du hast einiges mehr an Gewicht. Richtig. Als Verwalter. So. Also ganz ehrlich, das Geräusch von den Eiern. Okay, ist schon also. Krass. Entspann dich mal hier, ich muss erstmal mich. So, ich bin bereit. Du sagst los. So wie ich mich bewege, drückst du drauf. Okay. Und go. Und 100! Oh, ich traue mich da gar nicht in die Kamera zu zeigen. Ist das so langsam? Nee. Im Gegenteil sogar. Scheiße, Freunde, guckt euch das mal an. Wow! Der war noch mal eine halbe Sekunde schneller als der Levante. Boah, und das nur, was war angegeben? 4,7. Also nur 4/10 langsamer, eine halbe Sekunde langsamer als angegeben. Genau, und wir haben jetzt der Vergleichbarkeit keine Launch Control bei ihm hier gemacht, dass wir beide eben wirklich mit Bremse und Gas loszimmern. Ja. Das ist schon ein Dampfhammer, mein Kollege. Dang it, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. 200 Kilo auch mehr. Ja. Aber das war nicht verkehrt. Ja. Aber ganz ehrlich, Freunde, ich weiß nicht, wie es für euch da draußen war. Ich finde meinen emotionaler. Das war jetzt hier, das war einfach wie ein Profiathlet, der eiskalt Gasse gegeben hat. Und mein Levante ist im Grunde genommen wie Ronaldinho. Sehr viel Emotionen, sehr viel Künstlerei, sehr viel Tuhu-Babuhu. Dafür ist er etwas langsamer. Ja, ich würde mal sagen, Killer meets Sissy. Aber, ja, das will ich jetzt auch wieder nicht sagen. Nein, ja. Aber Sissy on Ice, das macht's etwas, finde ich, das macht's etwas freundlicher. Ich muss aber sagen, das Ding kommentiert da draußen, ob der Levante S wirklich Sissy on Ice ist. Also für mich nicht. Ich muss aber sagen, dass der Wagen einfach ein brutaler Dampfhammer ist. Mega. Ich muss aber auch ein ganz klein bisschen dir recht geben. Ich fand den Levante jetzt an sich nicht schlecht. Mhm. Ich würde aber trotzdem sofort beim
ML63 AMG bleiben. Ja. Denn, ich meine, wir haben ja gesagt, rund 70.000 Euro. Was kann man da oder was kriegt man dafür? Für 65 und gerade mal 12.000 Kilometer auf der Uhr. Mhm. Das ist Baujahr 13. Ja, ist ein bisschen älter. Ja. Deiner? Meiner auch für genau 70, also 5.000 Euro mehr. Dafür ist meiner erst 2 Jahre alt, hat aber schon 30.000 Kilometer gelaufen. Trotzdem würde ich eher zum Levante greifen, weil das ist hier zu hardcore, finde ich. Zu kantig, das ist zu Dubai. Und ich bleibe dann lieber schön bei der schönen Italienerin. Die sieht gut aus, die fährt sich auch gut. Das passt. Na gut. Ja, und damit, Freunde, kommen wir ans Ende von unserem Video hier, von diesen beiden krassen SUVs. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Uns hat der Beitrag, glaube ich, echt Spaß gemacht, obwohl wir beide bei den eigenen Autos geblieben sind. Ich hoffe, euch hat es auch da draußen Spaß gemacht und wir sehen uns dann wieder im neuen Video. Liken und abonnieren nicht vergessen und bis dahin. Und ganz wichtig, fast hätte ich es vergessen, was? Aktiviert doch mal die Glocke. Dann seid ihr immer dabei, wenn es ein neues Video gibt. Und wisst ihr, was ich jetzt noch mache? Oh nein, ich weiß, glaube ich, schon, was jetzt kommt. Ach ja, aber du fährst ja lieber deinen Levante, ne? Gott. Ja, danke schön, dass du das so nehmen wolltest.